kleines Feld, aber egal. Du kennst sicher den Weg? Die wahre Frage ist, bist du bereit, ihn zu gehen? Ja. Was auf der Jagd auch passiert, frage dich, was würde Thorin tun? Nimm es dir am besten gleich als Lektion fürs Leben zu Herzen. Ich hoffe, die Lektionen bleiben hängen. Sonst hängst du an der Wand, wenn dich der mächtige Grauk erwischt. Weil er kann nur richtig fett sein. Und genau das wirst du tun. Kämpfen. Ohne Kunst. Ohne Finesse. Bei der Jagd geht es nicht ums bloße Kämpfen. Sie ist etwas viel Größeres. Aus deiner Perspektive, Zwerg, ist alles größer. Ja, dieser Grauk ist äußerst groß. Oh, Moment. Du verspottest mich. Grauks sind eine der ältesten Spezies in Mordor. Und die bei weitem tödlichste. Die letzte Begegnung mit dem Grauk ist lange her. Hoffen wir, dass die Zeit an ihm mehr Spuren hinterlassen hat als an mir. Mein früherer Partner und ich verfolgten einmal einen Grauk vom Berg Dolmet nach Nogrod. Wir erlegten ihn endlich und steckten 2 Tage unter seinem Bein fest. Das waren noch Zeiten. Bei unserer letzten Begegnung folgte ich mit meinem Partner der Bestie in seine Höhle. Wie bist du entkommen? Glück! Der Grauk schlug mich bewusstlos. Als ich erwachte, hatte er meinen Partner erledigt. Allein gegen die Bestie zu kämpfen, war sein Todesurteil. Ich jage diesen Grauk schon seit fast einem Jahrzehnt. Das sind viele Jahre Hingabe für eine Bestie. Hingabe? Oder ein Zeichen, dass du besser redest, als du jagst? Sehr witzig, Jungchen. Ich lache, wenn dich die Bestien lebendig auffressen. Der mächtige Grauk wird mein Vermächtnis. Zwerge werden ewig Geschichten von Thorin dem Jäger erzählen. Und deinen Namen lasse ich sie vielleicht auch erwähnen. Du kleiner hinterlistiger Zwerg. Komisch, dass meiner nicht gebrandmarkt ist jetzt. Das ist eine Axt. Sie ist noch genauso scharf, wie mein Vater sie schmiedete. Nicht. Der Meißel. Er schmiedete den Ring. Da kommt der Grauk. Was geht ab, Bananenbacke? Der legendäre Grauk. Der Grauk ist gefallen. Geschichte wiederholt.
einfach, was Torben sagt. Regel Nummer 1. Ach, egal, wir improvisieren. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ehre. Nein, ich bin gestorben. Nein. Ein bisschen ätzend. Der Nauk ist gefallen. Geschichte wiederholt sich. Tun wir einfach, was Torben sagt. Regel Nummer 1. Er ist zu stark. Ich muss ihn aus der Ferne angreifen. Ein Schädeltreffer. Komm her. Heppa. Ja.
Na, komm her. Viermal bestimmt. Ja. Nice. Torfin! Oh, dasselbe nochmal. Das war das letzte Mal. Ich habe meine eigene Beute zu erlegen. Also wenn du Hilfe auf deiner Reise brauchst, was denkst du? Nein, danke, Torfin. Doch dies muss ich allein tun. Nun, falls du überlebst, such mich bei den blauen Bergen. Ich habe viele Freunde dort. Wir werden trinken, bis uns der Grog ausgeht. Ich weiß, wie viel Zwerge vertragen können. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Warte! Wie bekomme ich dich jetzt hier raus? Hm? Ja. Schneid ihn klein und baue ihn auf. Strömen und Flüsse fließen. Ozeane, die sich in den Hafen ergießen. An weiße Ufer soll die Fahrt dich leiten. Nichts soll dir Ungemach bereiten. Waldläufer. Im Dienst von Gondor. Findet dort euren Frieden vor. Weib und Sohn und all die meinen. Mögen uns diese Ufer vereinen. Ja, scheint auf die letzten Wege zu gehen. Doch leider muss ich euch gleich ein bisschen enttäuschen, denn meine Aufnahmesession ist schon wieder an der Grenze sozusagen. Und ich muss auch noch mich verpflegen, dass wir gleich noch ein bisschen weitermachen können. Und schauen wir noch, was passiert. Kommt noch eine Szene für uns? Auf jeden Fall der Ladescreen, der ist auf jeden Fall eine gute Szene da. Gefällt mir von hier aus. Aber. Ich hoffe, Torfin kann nach Hause zurückkehren, jetzt, da die Jagd vorüber ist. Wenn er zurückkehrt, wird er sein Zuhause nicht so vorfinden, wie er es zurückgelassen hat.
Und damit würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst eine Bewertung da, einen Kommentar. Und wenn euch alles gefallen und ihr mehr sehen wollt, natürlich ein Abo. Bis dahin, euer Flash dabei und tschüss!